Sammelst du deine Geschenke jetzt wieder ein? Ich will nicht, dass du in meinem Wagen rauchst. Und du weißt das. Wie lange geht das schon? 4 oder 5 Monate. Nein, 5. Und wie alt ist sie? 18. Dass du das nie gespürt hast. Miststück, du. Wie heißt sie? Danny. Sie ist sehr lieb und zärtlich. Daniela Borchert, 18 Jahre alt. Lehrling in der Drogerie Schmidt in der Bachstraße. Lebt bei ihrer Großmutter. Die Eltern sind geschieden. Es hat mich 500 Mark gekostet. Sie hat noch einen Freund, Thomas. Ich weiß. Frank. Er ist schwul. Er ist doch mein Freund. Ja, das war's dann wohl. Bitte bleib, Thomas. Mein Mann weiß von unserem Verhältnis. Ich bin nie eifersüchtig auf deinen Mann gewesen. Bitte geh jetzt nicht weg, Thomas. Warum? Was hat dir bei mir gefehlt? Sie ist 20 Jahre jünger. Ich liebe dich, Thomas. Ich will dich nicht verlieren. Alle Tassen im Schrank. Ich weiß nicht, ob das überhaupt richtig ist, was wir da machen. Gerd, aber dem Tipp von den Kollegen etwa nicht nachgehen. Wir können sie alle mitnehmen. Könntest du dir deine Witze noch eine Zeit lang verkneifen, ja? Du musst ihn ja nicht gleich totschlagen. Ein Killer muss sich profilieren.
Hast du überhaupt gefragt, ob du weg kannst? Ja, hab ich. Tschüss, Frank. Daniela? Ja, Frankie Boy? Aber lass dich unterwegs nicht von fremden Männern anquatschen. Altenberg. Gut, Daniela. Noch eins? Nee, einen Kaffee bitte. Mineralwasser? Bitte. Lied.
Schönes Lied. Sie hat mir am Telefon nicht gesagt, dass Sie schwarz sind. Hab ich nicht. Was dagegen? Nein, warum? Franzose? Nein, warum? Nach ein paar Jahren Legion können Sie Franzose werden, dachte ich. Ich wollte Deutscher bleiben. Um was geht es eigentlich? Aber Englisch können Sie. Sonst hätte ich Ihre Annonce wohl nicht verstanden. Ich hätte gerne gewusst, um was es geht. Das ein bisschen schwierig. Können wir nicht woanders hingehen? Ist doch nicht schlecht hier. Sie müssen doch wissen, was Sie von mir wollen. Ich soll jemanden umlegen. Das habe ich am Telefon so verstanden, oder? Mein Gott, wie Sie das sagen. Na, für die Summe. Was soll ich mir da sonst vorstellen? Also, wen? Wer ist das? Meine Frau. 20.000 Anzahlungen im Umschlag. Wie vereinbart? Ich hab das Geld nicht. Wollen Sie mich verarschen? Ich finde, wir sollten uns erst besser kennenlernen. Das finde ich auch. Kriminalpolizei. Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Herr Beleitis. Richtig so, ja? Sie sind vorläufig festgenommen wegen Vorbereitung einer Straftat. Ich möchte, da werden Sie nicht viel Glück haben mit mir. Ich möchte meinen Anwalt anrufen. Wo ist das Telefon? In der Küche. Bitte. Dr. Fischbach, bitte. Beleitis, Peter Beleitis. Einen Moment, bitte. Herr Beleitis. Wo brennt's denn? Fischbach? Eigentlich brennt's gar nicht, sieht nur so aus. Also hören Sie zu, ich bin vorläufig festgenommen wegen Vorbereitung einer Straftat, was immer das heißt. Und etwas genauer hätte ich schon gern. Geht jetzt nicht. Passen Sie auf, für den Fall, dass man mich wirklich festhalten will, machen Sie jetzt bitte Folgendes. Gehen Sie zu Ihrem Tresor. Ich habe Ihnen doch kürzlich einen Brief übergeben. Den holen Sie jetzt. Ich warte. Kann es sein, dass Sie uns auf den Arm nehmen wollen? Gerd? Ja? Du wartest bitte mit Herrn Beleiters im Präsidium auf mich. Was ist denn los? Wir müssen raus nach Freimann. Ein junges Mädchen ist erschossen worden. Geht schon mal zum Wagen. Danke, Henning. Wer zahlt denn das alles hier eigentlich? So, ja. Hier. Das reicht ja wohl. Restgeld und Quittung geben Sie den Kollegen mit. Hier. Richtig, Herr Fischbach, eine Bankvollmacht. Die nehmen Sie jetzt, dann nehmen Sie Geld ab und suchen den Haftrichter, der für mich zuständig ist. Wenn Sie mich hier nicht wieder laufen lassen, bieten Sie eine Kaution. Sie können bis 200.000 gehen. Ist das nicht ein bisschen viel? Tun Sie, was ich Ihnen sage. Wir sehen uns dann im Präsidium. Yeah!
Warum hast du eigentlich den anderen so furchtbar verdroschen? Lenk mich ab. Ich hätte nicht so schnell meine Marke zeigen sollen. Vielleicht hat er doch noch was gesagt. Stimmt. Ist wenigstens das Tonband mitgelaufen. Ja. Bloß ist da kaum was drauf, was man gegen ihn verwenden kann. Was ist eigentlich mit dem Mädchen, das erschossen worden ist? Er ist Daniela Borchert, ist 18 Jahre alt und Lehrling in der Drogerie. Azubi heißt das. Was? Auszubildende heißt das. Wie gefällt dir eigentlich unser Beruf, Leo? Lass den Quatsch. Sie sind der Freund von dem Mädchen, sagt mir mein Kollege. Tut mir leid, was mit Ihrer Freundin passiert ist. Sagen Sie mir Ihren Namen, bitte. Thomas Spranger. Was sind Sie vom Beruf? Ich studiere an der Fachhochschule Maschinenbau. Was passiert jetzt mit Daniela? Sie kommt ins Gerichtsmedizinische Institut zur Obduktion. Es muss sein. Dann kann sie beerdigt werden. Ist das Zufall, dass Sie jetzt hier sind? Ich wollte Daniela abholen und mit ihr zu ihrer Großmutter ins Krankenhaus fahren. Sie wohnt bei ihrer Großmutter da drüben, Grasweg Nummer 34. Haben Sie eine Vermutung, wer das getan haben könnte? Ja. Ja, hab ich. Und wer? Ich habe mich heute früh von einer Frau getrennt, mit der ich ein paar Jahre zusammen war. Von einer älteren Frau, wegen Daniela. Sie hat sie durch einen Detektiv beobachten lassen. Sie hat sie gehasst. Wie ist denn der Name von der Frau? Christa Beleitis. Wie bitte? Wie bitte? Wie heißt die Dame? Christa Beleitis. Ist sie verheiratet? Ja. Warten Sie hier bitte. Wenn es irgendwie geht, heute noch. Die Obduktion. Nein. Den Bericht brauchen wir erst morgen. Alles klar, danke, Ende. Weißt du, was der junge Mann da hinten sagt, wer die Kleine erschossen haben könnte? Du wirst es mir gleich sagen. Witzbold. Christa Beleitis. Jetzt bist du dran. Die Frau von unserem Peter Beleitis. Ich organisiere das von unterwegs, dass Sie die Beleitis suchen, finden, holen, was auch immer, ja? Moment bitte. Genügt Ihnen das oder benötigen Sie noch was? Danke, das genügt. Übrigens. Wo waren Sie vor anderthalb Stunden? Wieso, was? Nur so, eine Frage. In meinem Wagen, unterwegs in der Stadt. Allein? Allein. Und wahrscheinlich haben Sie sich vor Ihrem Treffen in der Wirtschaft ein bisschen umgesehen.
Die Musikbox hat sie vermutlich auf die Idee gebracht, irgendeine Platte sozusagen als Erkennungsmelodie zu vereinbaren. Was so? Ich hab Sie was gefragt. Sie sind auf dem falschen Dampfer, deshalb brauchen Sie jetzt nicht lauter zu werden. Bin ich das? Jeder hat mal einen frei in seinem Job. Also nochmal, warum haben Sie in einer Zeitschrift für ehemalige Fremdenlegionäre ein solches Inserat aufgegeben? Warum nicht? Herr Beleitis, wollen wir uns einigen. Ich frage, Sie antworten, ja? Wir haben vor kurzem schon mal hinter so einer Anzeige einen Killer gefunden. Das heißt, einen, der einen sucht. So was gibt's? Das ist überhaupt nicht mein Problem. Also, warum, Herr Beleitis, warum das Inserat? Na, sagen wir mal so, weil ich einen Detektiv gesucht habe, der meine Frau und ihren Geliebten beobachten sollte. Warum das hohe Geldangebot? Deswegen hat's so schön geknackt in dem Telefonat mit ihrem schwarzen Lockvogel. Ich habe auch andere Anrufe auf mein Inserat gehabt. Haben Sie mitgeschnitten? Und warum sind Sie mit Ihrem Auftrag nicht in ein normales Detektivbüro gegangen? Hatte ich schon mal solche Detektive. Da ging es um Abwehr gegen Industriespionage. Bin aus dem Lachen überhaupt nicht rausgekommen, erst bei der Rechnung. Was sind Sie von Beruf? Chemiker. Irgendwo angestellt? Freiberuflich. Wovon leben Sie? Ich habe ein paar Erfindungen gemacht. Von den Lizenzen kann ich leben. Und ganz gut, sagen wir mal. Wo ist Ihre Frau? Moment mal, was hat denn meine Frau damit zu tun? Ich beantworte keine Fragen mehr, bis mein Anwalt da ist. Wissen Sie, wo Ihre Frau ist, oder wissen Sie es nicht? Können Sie mal rüberkommen, Herr Kreis? Und hier noch eine Durchsage der Polizei. In den frühen Nachmittagsstunden ist in München Freimann ein Mädchen erschossen worden. Die Ermordete heißt Daniela Borchert und ist 18 Jahre alt. Wie die Polizei mitteilt, gibt es bisher für den Tathergang keine Zeugen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Das ist ein bisschen schwierig. Können wir nicht woanders hingehen? Nein, Mann. Das ist doch nicht schlecht hier. Sie müssen doch wissen, was Sie von mir wollen, Mann. Ich kann mir das noch so oft anhören, Herr Kress. Es reicht nicht für eine Untersuchungshaft. Sein Anwalt ist schon hier gewesen mit einer Kaution in der Hand. Ich habe ihn weggeschickt. Aber Herr Dr. Nagelmann legt doch nicht 20.000 Mark hin, nur um seine Frau beobachten zu lassen. Hat er Ihrem Mitarbeiter das Geld gegeben oder nicht? Hat er? Nein, hat er nicht. Ach, Herr Kress, wissen Sie. Aber angeboten hat er es im ersten Telefonat. Ich denke, Sie haben das Telefonat mitgeschnitten. Wo ist es? Wir finden die Beleidigung nicht. Wie bitte? Ich habe gefragt, wo der Mitschnitt ist von dem Telefonat. Ja, da ist eine Panne passiert. Technisch meine ich. Herr Kress, jetzt sagen Sie doch mal selbst. Aber vielleicht beeindruckt Sie das. Wir ermitteln jetzt im Zusammenhang mit der Mordsache Daniela Borchert gegen Frau Beleitis unter anderem. Das ist interessant, aber dann müssen Sie mir auch den Zusammenhang zwischen den beiden Fällen herstellen. Können Sie das? Nein, kann ich nicht. Aber Herr Kress, ich bitte Sie. Aber auf jeden Fall, ich lasse observieren. Das können Sie halten wie ein Dachdecker. Das ist Ihre Sache. Melden Sie sich wieder. Auf Wiedersehen, Herr Kress. Ja. Sie können gehen. Das wollte ich auch gerade sagen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich habe die Kaution nicht gebraucht. Ich habe die 200.000 Mark an die Bank zurückgezahlt. Schon gut. Herr Beleitis, ich möchte Sie bitten, morgen noch einmal zu kommen, um das Protokoll zu unterschreiben. Gerne, Herr Kress. Wiedersehen. Der ist noch ausgekochter, als wir dachten. Und stinkt vor Arroganz. Gibt's noch was? Wo ist denn jetzt der Junge? Der Spranger. Der hat einen Schock. Ich habe ihn für morgen früh bestellt.
Was ist denn eigentlich los hier? Wo ist diese Frau Beleites? Soll sie in die Fahndung? Nee. Damit warten wir noch. Hinsetzen. Da ist heute Nachmittag ein junges Mädchen erschossen worden. Und was haben wir? Nichts. Nicht mal ein Ansatz von was. Spuren, keine richtigen Zeugen. Ein Wagen ist da gefahren. Wie war der? Der war dunkelgrau oder dunkelblau oder dunkelgrün oder schwarz oder sonst was. Naja, eine Patronenhülse haben wir. Also die Spurensicherung. Die übrigen Hülsen, die könnten ja im Wagen liegen. Warum? Oder weswegen erschießt man ein Mädchen, das 18 Jahre alt ist? Lehrlinge in der Drogerie. Herein. Guten Tag. Ich bin Christa Beleitis. Bitte? Setzen Sie sich. Ich habe Ihre Durchsage im Radio gehört. Und ich dachte, es ist das Beste, ich komme gleich selbst. Frau Borchert, das ist der junge Mann, der manchmal mit Ihrer Enkelin mitkommt. Aber es ist keine Besuchszeit mehr. Ich will ihn nicht sehen. Er sagt, es wäre dringend. Ich sage doch, ich will ihn nicht sehen. Soll er morgen wiederkommen? Nein. Herr Schreiner, tut mir leid, Frau Borchert schläft schon. Na ja, dann morgen. Um die Wahrheit zu sagen, sie will sie nicht sehen. Guten Abend, Herr Spanner. Wie ist Ihre Beziehung zu Ihrem Mann? Darauf muss ich Ihnen ja wohl nicht antworten, nicht? Wollen Sie nicht? Nein. Eine Frau, die einen Geliebten hat und ihr Mann weiß das, was soll die für eine Beziehung zu ihrem Mann haben? Ist Ihr Mann schon mal gewalttätig gegen Sie geworden? Sie meinen, ob er mich geschlagen hat? Nein. Hat er Ihnen gedroht oder sonst was? Nein. Jetzt. Frau Beleitis, würde es Ihnen was ausmachen, Ihre Situation selbst einzuschätzen? Nein. Ich habe dieses Mädchen nicht getötet. Ich könnte auch sowas gar nicht. Und um dem vorzubeugen, dass Sie sowas denken, bin ich gekommen. Ich hätte ein Motiv. Ich weiß das. Sie haben ein Motiv.
und kein Alibi. Na ja, sagen wir mal, Sie haben keine Zeugen für Ihr Alibi. Mein Gott, in was ich da hineingeraten bin, nicht? Das ist furchtbar. Warum nehmen Sie mich da nicht fest? Was fehlt Ihnen noch? Die Waffe. Zum Beispiel? Oder jemanden, der mich am Tatort gesehen hat. So ist es. Kannten die beiden sich eigentlich, Ihr Mann und Ihr Freund? Nein. Auf Wiedersehen, Frau Beleites. Guten Tag. Also der Junge hat auch keinen Zeugen für ein Alibi. Aber der hat kein Motiv. Jedenfalls keins, das wir kennen. So ist es. Und bei der Frau hätten wir beides. Kein Alibi und ein Motiv. Ja, aber wir können ja nichts beweisen. Und Peter Beleites, was ist mit dem? Peter Beleites? Peter Beleites hat offensichtlich mit gar nichts was zu tun. So einfach ist das. Und was machst du heute noch? Ich? Ach, nichts mehr. So, hier ist die Adresse von dem Krankenhaus, in dem die alte Dame liegt. Frau Borchert, ja. Die Großmutter der toten Daniela. War jemand da von euch Bescheid sagen? Nee, natürlich nicht. Kann ich wetten. Wann denn bitte, Leo? Brauchst du uns nicht doch noch? Nee. Wir machen Schluss. Entschuldigung, der Verkehr. Warum sind Sie nicht zu mir ins Büro gekommen? Das müssen Sie schon mir überlassen. Da hat Ihre Frau ganz schön was am Hals mit diesem Thomas Spranger. Und wie ich das so sehe, Sie auch. Ja, natürlich, Sie auch. Der Junge ist hoch verschuldet. Und rauschgiftsüchtig. Der Student ist nur noch ein Vorwand. Steht das auch in den Berichten, die Sie meiner Frau gegeben haben? Ja, natürlich nicht. Es ist, sagen wir mal, sehr ungewöhnlich, was ich da mache. Einerseits arbeite ich für Sie und andererseits für Ihre Frau. Sehr ungewöhnlich. Wenn ich das mal so sagen darf, Herr Beleitis, ich... Es ist doch ungewöhnlich, wie hoch ich Sie bezahle, Herr Kolberg, oder sehe ich das falsch? Nein, nein, natürlich nicht. Bei wem ist dieser Spranger verschuldet? In der Hauptsache bekam er das Geld von Daniela Borchert. Sie hat es geerbt, dieses Geld. Er ist das Mädchen, das heute erschossen worden ist auf der Straße. War sehr tragisch. Wie bitte, was ist sie? Ja. Haben Sie denn das nicht mitgekriegt? Wer ist da? Beleites. Verschwinden Sie! Ich habe Ihnen was zu sagen. Wollen Sie jetzt den betrogenen Ehemann spielen, oder was? Ich weiß ein besseres Spiel. Und das wäre? Daniela.
Sie haben das Mädchen getötet. Was hab ich? Sie sind ja verrückt, ich habe das Mädchen nicht umgebracht. Da gibt's einen Zeugen. Ein Detektiv, der im Auftrag meiner Frau ihre Daniela beobachtet hat. Auch heute. Der hat gesehen, dass sie geschossen haben. Das Problem ist, dass er die ganze Zeit eigentlich für mich gearbeitet hat, dieser Detektiv. Warum ist er da nicht zur Polizei gegangen? Weil ich ihn dafür bezahlt habe, nicht zur Polizei zu gehen. Jedenfalls noch nicht. Und was jetzt? Das ist eine gute Frage. Es tut mir leid, Schwester, aber es muss sein. Bestimmt möchten Sie Frau Borchert allein sprechen. Wir haben Sie aus Ihrem Zimmer geholt. Dankeschön. Bitte, Herr Kress. Guten Abend. Sagen Sie mal, was soll das? Wissen Sie, wie spät es ist? Weiß ich, Frau Borchert. Frau Borchert, ich bin von der Kriminalpolizei. Ich muss Ihnen leider... Was sind Sie? Von der Polizei. Frau Borchert, Ihre Enkelin Daniela ist tot. Sie ist erschossen worden. Heute Nachmittag. Ich hätte schon längst zur Polizei gehen sollen. Ich habe Ihnen sehr viel zu sagen. Daran hat sich der Leo schnell gewöhnt. Dass wir immer beim Schach auf ihn warten, wenn er uns überhaupt nicht braucht. I'm the road, Jack. I don't come back no more. I'm the road, Jack. I don't come back no more. Ostbahnhof? Ach, du bist's. Ihr sollt ihm sofort den Thomas Spranger rüberbringen. Ins Präsidium. Nicht demnächst oder irgendwann. Sofort, hat Chris gesagt. Wir haben uns verstanden, ja? Bis gleich. Büro Chris? Du redest ja noch weniger als sonst. Denkst du an deinen Geliebten? Oder an das arme, kleine, tote Mädchen? Oder
denkst du an die Polizei, die jetzt fieberhaft daran arbeitet, dir den Mord an der kleinen Daniela nachzuweisen. Warum sollte sie? Die Rache einer alternden Frau, die von ihrem jungen Geliebten wegen eines Mädchens verlassen worden ist. Mein Gott, kannst du gemein sein? Oh, das ist ein starkes Motiv. Und er, dein Thomas, wird dich aus Rache töten, weil du ihm sein Mädchen weggenommen hast. Ich glaube, du bist verrückt geworden. Und ich werde 1 Million aus deiner Lebensversicherung kassieren und bin aus allem raus. Prost, arme Christa. Sie sind ja noch auf. Würden Sie uns bitte. Würden Sie uns ein Champagner kalt stellen, das wäre lieb. Gerne, Herr Beleitis. Morgen, Herr Kress. Ah, guten Morgen. Morgen. Tut mir leid. Wir konnten das nicht wissen, dass mit dem Wagen von Spranger. Als wenn ich drauf kam, war es leider zu spät. Woher sollten Sie das auch wissen? Sie haben ja Schichtende. Eigentlich ja, aber wir bleiben noch. Danke. Herr Beleitis, haben Sie was gesehen? Nichts. Irgendwas müssen Sie gesehen haben. Ein Schatten. Groß, klein? Ihre Größe etwa. Alt, jung? Schatten haben kein Alter. Das ist richtig, Herr Beleitis. Aber nur bedingt. Tut mir leid für Sie, das mit Ihrer Frau. Lassen Sie das, Eckers. Ich hoffe, dass sie überlebt. Sie haben mir unterstellt, dass ich einen Killer suche. Weiß, was Sie dachten. So? Aber genau das können Sie jetzt nicht mehr denken. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Haben Sie einen? Nein, 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 nicht wieder das Spiel von heute Nachmittag. Moment bitte. Um was geht's hier eigentlich? Um Rache oder was? So soll's aussehen. Aber hier geht's doch um was ganz anderes, glaube ich. Ach, der Junge, der Thomas Spranger, der ist weg. Sein Wagen auch. Ihr gebt den Thomas Spranger sofort in die Fahndung. Und dann besorgt ihr einen Hausdurchsuchungsbefehl gegen ihn. Es wird gleich hell, Henry. Hm? Werden gewonnen beim Schach. Du musst jetzt nicht nett zu uns sein, der Junge. Genau. Wiedersehen.
das, wenn Ihre Frau stirbt, profitieren Sie dann von Ihrem Tod? 1 Million aus Ihrer Lebensversicherung. Ach, das ist gut. Gut ist das nur in Ihrem Kopf, Herr Kress. Kommen Sie bitte um 10 Uhr zu mir aufs Präsidium. Kennen Sie übrigens den Freund von Ihrer Frau? Thomas Spranger? Nein. Herr Kress? Ja. Die Kollegen haben draußen Patronenhülse gefunden. Ah, wenigstens etwas. Und übrigens, Frau Bleitis ist gestorben. Sagen Sie es ihm. Was machen Sie denn da? Verschwinden Sie aber ein bisschen plötzlich. Sie sollen abhauen. Sonst rufe ich die Polizei. Schon da. Sauber. Entschuldigen Sie. Die beiden Patronenhülsen vom Tatort Daniela Borchert und vom Tatort Christa Beleites sind aus ein und derselben Waffe. Beide Male hat Thomas Spranger geschossen. Davon gehe ich aus. Denn unsere Leute von der Observierung haben seinen Wagen letzte Nacht bei der Villa gesehen. Beleites will nun, dass wir glauben, seine Frau hat Daniela getötet, aus Eifersucht. Und Thomas Spranger hat sie gerecht. Also, was denkt ihr? Aber wie hat Beleites Spranger dazu gebracht, seine Frau zu töten? Ja, erpresst. Er muss ihn erpresst haben. Womit bitte will er ihn erpressen? Er muss irgendetwas über ihn gewusst haben, was wir jetzt erst wissen. Die Großmutter von Daniela hat ausgesagt, Thomas ist rauschgiftsüchtig. Das Geld, das Daniela von ihren Eltern geerbt hat, hat er ihr abgenommen und sie hat damit gedroht, ihn anzuzeigen, wenn er ihr das Geld nicht zurückgibt. Hier, Daniela Borchert für Thomas Spranger, 50.000. Hier 25.000, hier 30.000. Bezahlt durch Scheck, sogar die Nummern sind drauf. Der muss nach ihrem Tod in das Haus eingebrochen sein, um seine Schuldscheine zu holen und sie zu vernichten. Aber beweisen können wir den Zusammenhang zwischen Beleites und Spranger nicht. Kress? Ja?
Er hat Geld abgehoben und die Bank jetzt verlassen. Nein, nein, wir bleiben dran. Er fährt jetzt in Nymphenburger Straße in Richtung Rotkreuzplatz. Gut, wir melden uns wieder. Ende. Jetzt könntest du der Kleinen etwas Geld zurückzahlen, wenn sie noch leben würde. Soll das ein Witz sein? Eigentlich habe ich deine Geschichte und meine Geschichte ganz gut unter einen Hut gekriegt. Du bist ein Problemlos. Und ich bin mein Problemlos. Und beide kriegen wir Geld dafür. Da rufst du an. Wenn du hinkommst, ist dein neuer Pass schon fertig. Sie, was machen Sie? Ich? Wieso interessiert dich das? Ich löse mich in nichts auf. Es gibt keinen Zeugen für deinen Mord an der kleinen Daniela. Es gibt keinen. Sie haben geglaubt, dass ich die Sache nicht zu Ende denke.